Wir sind hier im Archiv der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Das HFG-Archiv, wie es auch heißt, ist ein kleines Museum für diese sehr bedeutende Designhochschule, die von 1953 bis 1968 existierte. Und einer der wichtigsten Dozenten war Hans Güschelow, dem wir in diesem Jahr eine Ausstellung widmen, weil er 100 Jahre alt geworden wäre, wenn er nicht so jung mit nur 45 Jahren gestorben wäre. Hans Güschelow war von Haus aus Architekt. Er ist über Max Bill an die Hochschule für Gestaltung gekommen und war dort zunächst für den Möbelbau zuständig. Das ist Hans Güschelow, das ist Max Bill, hier steht Ottel Eicher, auch einer der wichtigen Mitbegründer der Hochschule. Und Max Bill probiert halt das Rost aus und hier stehen jetzt alle drauf und es zeigt sich, es bricht nicht zusammen. Hans Güschelow kam also, als er hierher kam, eher vom Möbelbau. Er hat hier zusammen mit Max Bill und dem Schreiner der Hochschule für Gestaltung, Paul Hildinger, den Ulmer Hocker entwickelt, hat dann aber sehr schnell angefangen, auch Industriedesign zu machen. Und der entscheidende Impuls dazu war die Begegnung mit den Gebrüdern Braun. Die ersten Entwicklungen waren anders als viele Radiogeräte der Zeit. Sie waren sehr hell und freundlich, waren aus Holz. Man sieht ihnen aber auch noch an, dass sie vieles übernommen haben. Also gerade diese vielen Sendereinstellungen, im Grunde auch noch dieses magische Auge. Das ist jetzt das erste Gerät, was wirklich sehr modern wirkt. Und es wurde letztlich auch zu einer Ikone des modernen Designs. Hans Güschelow hat es zusammen mit Erwin Braun, der, denke ich, auch konzeptionell einiges Input gab, und dem damals noch jungen Innenarchitekten Dieter Rams entwickelt, der frisch zu Braun gekommen war und später ja auch das Braun-Design sehr entscheidend geprägt hat. Diese Kommunikationsgeräte haben eigentlich eine ganz technische Anmutung und das ist ja das, was wir heute auch nicht anders kennen. Also sie sind keine Möbel mehr. Und insofern hat Hans Güschelow da auch so eine Entwicklung mitgemacht, dass aus dem Architekten und Möbeldesigner, der anfangs noch hauptsächlich mit Holz gearbeitet hat, dann schließlich ein Industriedesigner wurde. Vor allen Dingen hat Güschelow aber immer sehr systematisch gedacht, dass es halt immer so Baukästen gab, die aufeinander abgestimmt waren. Das war halt sein Systemdesign. Güschelow war dann Anfang der 60er Jahre ein sehr bekannter Designer. Viele Leute, die hier studiert haben, sind auch wegen Güschelow hierher gekommen und waren froh, wenn sie bei ihm Unterricht haben konnten.